Hallo? Oh shit, da muss ich das Handy ja drehen. Hört man mich halbwegs? Ja. Okay. Also funktioniert das sogar. Jetzt gehen wir invaden. Cool. Lass mal sehen, wo habe ich den Chat? Hier habe ich den Chat, okay. Hallo. Das dreht sich halt nicht. Ich muss aufrecht halten. Gell? Okay. Wie gesagt, hier ist dreckig. Ich muss saugen, ich muss aufräumen, ich muss eigentlich alles tun. Peanut. Oh. Ja, was los? Hä? Natürlich. So Fusselrolle. Oh, ich habe das Licht im Bad vergessen auszumachen. Ach, und so macht er immer, wenn er getragen werden möchte. Nur kann ich das schwer machen. Kitty. Das geht so nicht. Ich weiß aber, was geht. Das hier. Da. Nimm dir. Kleiner. Der ist immer ganz sanft. Nicht runterfallen. Da. Nimm dir. Ist wie gesagt so unaufgeräumt. Aber hey. Da. Psst, der rennt schon, bevor ich überhaupt werf. Das ist typisch. Ja. Den kriegst du immer mit Leckerlis. Und Lucy, der wird nur schwach bei Schnüren. Muss mal schauen, wo er seine jetzt hin verschleppt hat. Sag hallo. Der ist voll Depri. Wie so ein richtiger Malfoy. Und der will noch mehr. Wo ist denn die Schnur? Ja, hier, die verschleppen die ganze Zeit so Kleinzeug, was dann überall rumliegt. Bist du noch ein bisschen müde, hä? Ja, bei der Schnur, da geht gar nichts mehr. Mal kurz als Test. Wenn ich in Querformat gehe, ist das Bild bei euch gedreht oder müsst ihr euren Kopf drehen? Alles ist quer zum Gucken wahrscheinlich besser. Okay. Dann muss ich das so machen. Dann macht es keinen Sinn. Hä? Na komm, spring. Da die Switch. Zwei amerikanische Joy-Cons, die mir ein Redditor freundlicherweise zugeschickt hat. Jetzt bleib doch da oben. Richtige Roomtour. Und extra Kuscheldecke, weil die da gerne drauf rumliegen und kneten. Den kriegst du immer mit einer Schnur angelockt, egal. Wie, wo, was? Selbst im Tiefschlaf. Er ist aber noch ein bisschen verschlafen, das merkt man. Hä? Bist du verschlafen? Ja, reib dich am Handy. Der drückt einem immer voll das Handy aus der Hand. Ja, und jetzt? Was kann ich eigentlich noch machen?
Hallo. Der versteckt sich gerne unter diesem Kissen. Und es funktioniert immer sehr gut. Oder wenn die Schnur natürlich hier hochgeht, da ist das Kabelgewurstel, was ich da habe. Das ist echt nicht schön. Na? Nö. Okay. Ach, außer es geht da nach hinten. Bist du noch misstrauisch oder müde oder beides? Mein erster Real-Life-Stream. Es funktioniert ja sogar halbwegs, so wie das aussieht. Moment, ich sehe gerade den Bildschirm da hinten. Da ist mein super Greenscreen, den ich abreißen sollte. Und ein hübsches Poster. Ja. Der freut sich, dass ich mal wieder mit dem Spiel. Das mache ich sonst gar nicht mehr so häufig in letzter Zeit. Er ist halt so schwarz, dass man den kaum erkennt. Ja klar, das muss ja irgendwie halten. Und ich hatte davor einen anderen Greenscreen aus Stoff. Nur kratzen die da halt richtig heftig dran und dann haben die ihn jedes Mal runtergerissen. Man hängt ihn auf und die reißen ihn mit Absicht wieder runter. Da muss halt sowas her. Der ist schön glatt und Paketband hält auch. Hä? Ja. Aber immer den Hintern hoch. Was mit dir? Der guckt nur. Das Ding da, ich weiß nicht, was es ist. Die haben das gefunden, zerbissen, spielen die ganze Zeit damit. Mutti! Ja, Tascha, jetzt hast du den Hauptstream verpasst. Kabelding, ne, eigentlich nicht. Ich habe keine Kabelbinder. Ich fessel ja keine Leute. Ach, der schleppt seine Schnur an. Spiel weiter mit mir. Das macht er immer. Auch drüben im Bett. Er schleppt immer seine Schnur an, weil er will, dass man mit ihm spielt. Ja, komm. Lucy. Ach, der 3DS. Staubt da schon rum. Hat Krümel. Der soll ja nicht verhungern. Wenn er da verschwindet, ist es immer ganz böse. Ja. Was haben wir denn noch in der Spielzeugkiste? Hey, Peanut. Hä? Wollen wir mal auf den Balkon? In die eisigen Temperaturen. Wie soll ich dich jetzt mitnehmen? Ja, so ganz geht es nicht. Mit einem Arm. Aber vielleicht doch. Peanut, wir müssen jetzt kreativ sein. Warte, 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 warte. Komm. da.
Hallo. Winke, winke. Alter. Nicht offline gehen jetzt. Okay. Da sieht man, was sie schon gemacht haben. Ja, komm, im Schnee spielen. Boah, es ist arschkalt. Da, der Ausblick. Und schön so mit einer Mülltüte die Wäsche vor dem Schnee beschützen. Geht die Qualität eigentlich klar? Ich hoffe mal. Hier ist so ein Aussichtspunkt, den die gerne benutzen, um weiter zu gucken. Ach, jetzt wird es ihm zu kalt und wo ist Lucy schon wieder? Hey, Meister der Schatten. Nee, haben die alle nicht. Wir wollten so ein Kletterding holen, also so ein Netz, Katzennetz. Haben aber irgendwann gemerkt, wir brauchen das gar nicht. Die wissen, dass es weit runter geht und die springen da auch nicht rum. Die gucken mal übers Geländer, aber die springen nicht hoch. Machen halt Männchen und strecken mal das Köpfchen drüber. Aber mehr nicht, gell? So schlau seid ihr. Boah, ich bin schon halb am Zittern. Wie kalt ist es denn gerade? Minus 10 Grad. Ja, schlafen, gell? Lucy! 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 Ey! Nö, der ist. Alter, hier wird gerade hart. Keine Rimjobs, nicht im Stream. Langweilig im Vergleich. Ja, Spinnen halt. Die werden nicht rumrennen und miauen. Also als Manu Ederli hier geschlafen hat, haben wir das Sofa in die Richtung langgezogen und er war praktisch direkt auf dem Katzenspielplatz. Und Lucy hat ihn den ganzen Tag erstmal, ja, hat sich vorsichtig genähert, aber sobald er sich hinlegt, stampft er schnurrend auf ihm rum. Richtig typisch. Der spackt ab. Ja, ich habe ihn erwischt. Ich weiß, was ich noch hätte. Ich habe noch ein bisschen Catnip, Katzenminze. Habe ich lange nicht mehr gegeben. Sieht man auch schon Kauspuren dran und so. Ja, Peanut, weißt du, was es ist? Ja. Der schlägt schon dran rum. Hallo. Der lässt gar nicht mehr los. Wie er schon weiß, was da kommt. Wer ist bescheuert? Du bist bescheuert. Jetzt warte. Eventuell kann ich da das Ding reinhängen. Nee, halt, so rum. Sieht man so überhaupt was? Ich denke. Ich muss mal gucken. Ja, perfekt. Ja, gönn dir. Alter, jetzt gibt's direkt Prügelei. Ich kann das Ding kaum noch halten. Ja, alles gut jetzt. Hallo. Ja, es regnet Drogen. Ja, gönnt euch eine Ladung. Da gibt es aber echt keine Samtpfoten mehr. Richtig böse.
Die sind nicht so hart darauf abgefahren, als sie noch jünger waren, aber seit die erwachsen sind, oder ausgewachsen eher, da geht's richtig ab. Werden die richtig high von. Habt ihr jetzt genug? Der auf seinem Kopf hat so einen richtig fetten Busch Minze. So. Pinat, du bist echt böse. Böse. Ich schmeiß ihn einfach um. Gell? Oh Gott. Ja. Ja. Jetzt wird gekämpft. Zum Glück ist mein. Au, mein Pulli ist doch nicht so dick, wie ich dachte. Richtiger Crackhead. Boah, jetzt kommt der von hinten. Oh ja, gönn dir. Boah, der greift immer von hinten an. Was ist los? Lucy. Ja, du bist ein Ungeheuer, gell? Ja. Aber gute Kameraeinstellung so. Der wälzt sich da unten jetzt rum. Der ist immer noch high. Oh ja, jetzt geht's ab. Muss ich gleich noch aufputzen hier. Hier, alles zu dir. Ja, ist wichtig. Leck, leck. Ja, schönen guten Tag. Schlägt er mich auch noch? Kann ich mal so einen In-Real-Life-Stream machen irgendwann? Was geht bei dir eigentlich? Kleiner Doofus. Ja, okay. Ja, der hört erst auf, wenn hier alles sauber ist, ne? Ich muss trotzdem gleich mal nachwischen. Überall sein Schleck-Schleck. Ich könnte dir noch eine Katzenmilch einschütten. Das habe ich auch schon eine Weile nicht mehr. Heute gibt's die Verwöhn-Session im Stream. Na. Ja. Ey, der zieht schon mal an mir. Ja, was denn? Au! Nicht am Boden jetzt. Ich will euch doch Milch geben hier, Pussys. Hallo. Was Minze so aus Katzen macht. Dieser Killerblick. Dieser Killerblick. Lässt du mich jetzt gehen? Hallo. Psst. Da muss man böse werden, dann hört er auch auf. Büsli, ja, das esse ich gleich. Hier. Umkippsicher, das wiegt ein Kilo oder so gefühlt. Damit auch keine Katze das umwerfen kann. Gell? Habe ich ein paar Spuren da, oder? Ja, das sieht man schon. Kamera stellt es halt nicht scharf, aber ja. Genau, die klassischen Dreamies, auf die die stehen. Die Whiskas-Leckerlis, die mir jemand vorbeigebracht hat. Und Milch. Der hat gerade echt einen heftigen Trip. Peanut Man, hast du dich beruhigt, hä?
Hast du dich beruhigt? Ich nehme das mal als ja, der hat Minze im Ohr. Ja, darauf hast du jetzt wieder Lust, gell? Jetzt ist er wieder lieb. Ja, noch ist da nichts drin. Ey, wo tue ich denn das hin? Das habe ich ja jetzt ein bisschen umgestellt hier. Extra so eine kleine Höhle gebaut. Wo die rein können. Warte mal. Ich habe zu viele Sachen und die Wohnung ist zu klein. Das Kabel ist ja doch halbwegs aufgeräumt da hinten. Aber das wird trotzdem bald umgestellt. Ich mache die Flasche gerade auf. Den Behälter, ist ja keine Flasche. Pinat. Hallo. Jetzt habe ich Milch an ungünstigen Stellen. Da, hey, pst. Einhändig ist es gar nicht so einfach. Der kriegt die ganze Tube. Das reicht für 2 Tage. Okay. Ist noch gar nicht so spät, aber ich sollte bald. Lucius niest rum. Der hat auch noch eine Minze gesnifft. Läuft jemand rum? Das findet er interessant. Geil. Wo sehe ich eigentlich den View-Account hier? Activity Feed? Ich habe nur Events. Ja, ich weiß. Preview? Ah, das kam gerade wahrscheinlich im Stream. Ich kann hier halt verschiedene Sachen testen. Stream Settings. Jo. Mute Audio, Mute Video, Features. Was habe ich denn für Features? Ach, Change Orientation. Ah. Jetzt habt ihr wahrscheinlich die andere Ansicht, oder? Könnt ihr das confirmen? Yes, ja wunderbar. Dankeschön. Was habe ich noch für Features? Flash. Ah. Wenn es mal dunkel ist. Vielleicht sollte ich die Katzen aber nicht blenden. So. Ja, was denn? Hä? Das hat er von Joy geklaut und ist einfach zerrissen. Also Peanut. Hey, dein geliebtes Gummi. Ja, mittlerweile stehen sie beide drauf. Vorsicht, gleich gibt's zerquetschte Katze. Ja, Haargummis sind irgendwie immer Highlight, habe ich das Gefühl, bei allen Katzen. Vielleicht morgen oder übermorgen mache ich wirklich mal so einen in Real-Life-Stream, so 20, 30 Minuten, wenn Joy da ist und das Spiel wieder ein bisschen mit Katzen. Ja, was? Hä? Bushi! Was ist los? Fingernägel. Okay. Solange es keine Katze ist. Es ist hier echt dreckig, gell? Wir saugen einmal die Woche, aber die tun das Streu aus dem Flur hier verteilen. Die verteilen hier den Karton da hinten, den die zerfetzen. Man sieht sofort, dass hier Katzen leben. Warum beißt du mich jetzt? Der König. Ja, probieren wir das mal. Joy ist halt da die Tage, aber hat bestimmt nichts dagegen. Oh, da ist noch Minze. Oh Gott. Ich glaube, der hat sich vor dem Lachen erschreckt.
Ja, erstmal dran reiben. Gell? Immer erstmal den Finger reiben. Alter. Wo denn? Kann ich ja nicht. Bleib mal stehen, Pina. Ich will sehen, ob ich fokussieren kann. Ah ja, manuell fokussieren geht. Sehr schön. Ist wie abends, wenn ich keinen Bock habe, jetzt Bett fertig zu werden. Einfach mal kurz mit den Katzen rumchillen, dann kann ich auch euch dabei lassen. Aber ihr dürft auch schlafen gehen, gell? Boah. Gibt's jetzt Beef? Er will Drogen, aber will auch nicht in den Arsch gebissen werden. Sei froh, dass wir können froh sein, dass sie keine Waffen benutzen können oder Messer oder so. Ab hier wird's unscharf, gell? Wenn du dich nicht so viel bewegen würdest, könnte ich auch mal eine Aufnahme probieren. Ja. Ich spüre da was an meinem Fuß und der macht schon wieder irgendwas. Natürlich. Boah. Beef. Oh, wenn ich mich bewege, kriegt der immer gleich Schiss. Da. Die Kampfcam von oben. Los, macht was. And go. Fight. Fight. Hier, Gummi. Fight. Oder so. Ist das dein Kampfschrei? Ja. Okay. Ich verabschiede mich dann aber auch. Ich glaube, das reicht für heute. Katzen wurden verwöhnt. Auf einmal habe ich 7000 kbps. Okay. Jo, danke fürs Dabeisein auch. Bin froh, dass es geklappt hat. Gute Nacht euch und bis demnächst. Spätestens Sonntagabend mache ich wahrscheinlich wieder Zelda. Oha, jetzt blute ich inzwischen. Ja, eure Schuld. Gute Nacht. Sag gute Nacht. Genau so.